Hallo, ich bin der Manuel Schad von S4D Sport. Heute sind wir nächstes Mal auf der Pure & Crafted. Heute sind die BMW Days. Irgendwann heute Nacht muss sich da jemand draufgehängt haben und hat es aufgehängt. Ne? Voll hart. Also du wachst auf und die Veranstaltung changed. Auch die Dinger da unten sind auch neu. Ne? Ja, richtig. Ey, geil, ja stimmt, die ganzen Fahnen. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Ich glaube, ich bin noch nicht so fit. War gestern geil. War eine coole Veranstaltung. Lauter dufte Typen. So ein bisschen, ne? So ein bisschen war das so eine Zeitreise. Ich habe mich wieder jung gefühlt. Diese ganzen Rocker, die man da so gesehen hat, so sag mal, John Bon Jovi und so, Living on a Prayer, die waren alle da. Die sind alle bei uns über den Stand gerockt. Heute sieht das Klientel anders aus. Ihr seht ja, da stehen dann jetzt die größeren Motorräder. 10 Uhr ist die Deadline. Wir laufen da durch, oder? Und wir drängen uns jetzt einfach da vorbei, ich glaube. Nur halb heute. Nach dem schlechten Erlebnis mit der jungen Frau, ne? Dürfen wir schon rein? Nein, 18. Presse. Ja, ist okay. Ja. Bitte. Das ist das Gute an dem Presseausweis. Wir sind jetzt da, wo die anderen erst in einer halben Stunde sein dürfen. Wir haben nur einmal alles gebucht. Das ist jetzt alles viel exklusiver als gestern. Was nicht schlecht oder gut ist. Also ich finde es einfach cool. Das ist halt jetzt BMW Days. Und ja, ich freue mich schon. Ich guck noch mal da rein. Das war gestern alles noch anders. Die sind fest. Ja, wir schwenken nur durch. Wir sollen ja auch um 10 Uhr aufmachen. Ne? Wir haben jetzt die doppelte Verantwortung, wir berichten für euch. Und wir sind selber als Aussteller da, deshalb einmal mal durchsegeln. Ich bewege mich in dem Markt jetzt schon ewig lang, aber es gibt immer noch Firmen, die ich gar nicht kenne. Also Motorrad Hornig sagt mir was. HP2, der persönliche Leckerbissen. Wer sich erinnert, auf der Road of Bones Tour haben wir die Taschen gehabt von Moto. Von Moscow Moto, ich will es immer falsch umsagen. Auch ein gutes, intelligentes Gewächssystem. Garmisch-Partenkirchen, der war früher eigentlich direkt vor Ort. Darf ich die Benzinhähne zumachen? Bitte? Darf ich die Benzinhähne zumachen, bevor sie tropft? Ich kann das immer gar nicht sehen, wenn die offen sind. Motorradzeitschrift. Wir machen die mediale Vertretung fürs Video. So, guten Morgen, alles fit? Ich habe heute mal Hose drunter, ich habe Angst vor so vor wildgewollten Frauen. Ne? Weißt du, wie das ist? Ne? Alles klar. Was erwartest du dir von hier heute? Ganz viel heute. Hast du mal draußen gesehen, was da steht? Ja. Das ist ja alles voll. Neue Fahnen, neues Banner. Ja. Also es hängt von oben runter, neues. Also das wird richtig gut jetzt, denke ich. Das wird richtig gut. Und ich habe schon ein paar Garmischer Kennzeichen gesehen, also die Jungs haben sich wirklich raufverirrt. Guck dir das mal an. Ich meine, technisch hast du ja wenig Ahnung. It's not like you. Es muss nur geil ausschauen. Schau das mal an, ey. Und die hat jetzt 860 Kubik, oder? Ja. Ja, den haben sie doch, die eine haben sie geklaut an der Rennstrecke in Spanien. Ja, das ist die Originale. Du. Ja. Das ist das Originalbild vom Willi. Ja. Ich bin ein ITler vom Beruf. Ja. Ich habe das Bild gepixelt. Ja, und dann hast du einen Anhaltspunkt gehabt. Ja. Ich habe ja auch den 860er Motor, aber ich habe halt mit 1070er Bohrung. Also ich habe es noch ein bisschen, ja, genau 980 oder so. Irgendwie. Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Ja, das gab's alles noch nicht. Aber ich habe das damals gelesen, diesen Bericht in der Mone, mit dem das geklaut worden ist und so. Und dann habe ich, mit Alter. Das war sehr dubios. Ja, bist du auf der Rennstrecke und früh gibt's kein Motorrad mehr. Aber in Lindenbosket ist das auch passiert, mit der Alta, mit der Elektromaschine. Der wollte antreten, das Motorrad war weg. Aber das hat ja richtig Geld gekostet, das Motorrad. Das war teuer, ja. Hast du ein paar Stunden als ITler arbeiten müssen, ne? Ja, ja. Aber das ist meistens Arbeit. Ja. Also schon geil. Ich meine, ich sehe da jetzt alles dann. Weil ich habe den Endantrieb ja auch bei mir geschält für Mike Spahn und so. Das ist ja alles dreimal in die Hand genommen und beim vierten Mal noch was weggeschliffen. Und dann ab zu kurz oder immer noch zu lang. Und das Besondere waren sind diese 16-Zoll-Räder. Die sind damals 16-Zoll gefahren, nur gibt es heute keine gescheiten Reifen. Ja. Und jetzt gibt es große Roller mit 800 Kubik, die haben jetzt wieder diese Reifen. Okay. Aber sowas im Wohnzimmer, ne? Ja. Den Fernseher da drüben und das Ding da drüben. Kannst du haben. Ja. Beide gebe ich ab. Willst du beide ab? Die sind beides deine. Die stehen beide bei mir daheim im Wintergarten. Ja. Und, hast du schon mal über einen Anbauer nachgedacht? Ja, aber da stehen noch andere und jetzt baue ich mir gerade einen Enduro auf, auch so ein hochbeiniges, mal was ganz anderes, aber mal schauen. Ja, ich finde es geil, hast du cool gemacht. Doch, voll geil. Danke. Wir müssen noch eine Runde schaffen, ne? Ja, mach's gut. Servus, ich bin der Manuel von S4D Sports. Hi. Hi. Wir kennen uns nur von Facebook und so, ich habe das irgendwie verfolgt. Willst du uns mal erzählen, warum du da bist und warum du so ein T-Shirt an hast? Ja komm, willst du die Haare jetzt auch schön machen? Das ist authentisch. Ja, ja. Also warum hast du die Ehre und stehst mit so einem Motorrad da? Das?
ist ein besonderes Motorrad. Absolut besonderes Motorrad. Absolutes Unikat. GS Trophy Qualifier Bike. Ich bin einer von drei Kandidaten, der dieses Jahr nach Albanien fahren darf. Zur GS Trophy und vertrete das Team Germany. Und wir sind dieses Wochenende beim Metzlerstand hinter mir. Wir werden heute Mittag eine Reifenwechsel-Challenge machen und kriegen einen Satz Karo 4 zum Testen, damit wir bestens vorbereitet sind für Albanien. Cool, cool, cool. Wann war die Challenge? War das letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Der Qualifier war letztes Jahr im Juli, also ziemlich genau ein Jahr her jetzt. Wir haben uns gut vorbereitet. Die heiße Phase geht jetzt los. Wir sind die nächsten 4 Wochen unterwegs, jedes Wochenende Motorradfahren, jedes Wochenende andere Enduropark. Und in 61 Tagen fliegen wir nach Albanien. Cool, cool, cool. Warum fliegen? Warum nicht runterfahren? Weil die Reifen dann schon weg sind. Ja, für uns ist mega gut, weil wir halt quasi in der Nähe sind. Alle anderen Länder fliegen ja sehr weit. Ja, ja. Teilweise 12 Stunden, 13 Stunden, 14 Stunden. Und wir kommen ausgeruht an, haben eine entspannte Anreise, damit wir Vollgas geben können und eine Attacke machen können. Geil, geil. Mit was für einem Motorrad hast du teilgenommen? Ich habe mit einer 1200er wassergekühlten teilgenommen, ja, die ich mir extra für den Qualifier gekauft hatte. Okay. Und wir haben von BMW dann dieses Schätzchen hier für die Vorbereitung zur Verfügung gestellt bekommen, mit einem schönen Akrapovic drauf, sieht man hier ja schön. Natürlich mit Stollenreifen drauf, ne? Und können die dann auch im Gelände nutzen und man sieht halt auch, sie hat einige Kampfspuren, wir haben viel trainiert, aber es ist das perfekte Motorrad dafür. Also mit diesem Motorrad nimmst du da unten auch dann teil, ne? Nein. Oder ist hier unten wieder alle gleiche Motorräder? Genau, es gibt ein eigenes Design, ja, für die Trophy. Alle Motorräder, die da stehen, sind nagelneu. Wir haben alles gleiche Design, mit dem persönlichen Namen drauf, mit den Partnern drauf. Und für alle Leute gibt es die gleiche Ausrüstung, gleiches Motorrad, gleiche Chancen. Geil. Das wird ein Once-in-a-Lifetime-Moment, wenn man dann 130 Motorräder da stehen, die alle gleich aussehen. Hoffentlich verwechselst du es dann auch nicht, ne? Ja, mal kurz den Schlüssel vom anderen genommen. Jeder steht der Name dann drauf, ne? Genau, so wie hier auch. Ja. Vorne steht dann der Name drauf, steht Team Germany drauf, mit der persönlichen Startnummer dann. Macht schon was her, ne? Ich finde auch die Farbkombi da schön. Right back to you. You think you're always in the right. Also danke, dass du dir die Zeit genommen hast und hast uns das Motorrad vorgestellt und die GS Trophy. Ich finde es toll, dass du da dabei bist. Ich wünsche dir viel Spaß und nicht nur dir, der gesammelten Mannschaft da, ne? Viel Erfolg, dass wir da in Albanien vorne dran sind. Ne? Wir werden unser Bestes geben. Ja. Okay, danke. Dankeschön. Ciao. Ciao. Und so einen Reifen habe ich in Original daheim. Den spende ich jetzt ans Museum gerade. Ja, wirklich. Six Days von 1972 oder so. Okay, krass. Ciao. Hallo, ich bin der Manuel Schad. Hi, von SWD Sport. Hi, servus. Jack Lohnheit. Jack Lohnheit. Was machst du bei der Firma? Ich bin Sales Representative für Südwesten zwar, aber ich mache halt auch immer gerne so die Pressegeschichten bei uns. Deswegen. Wo seid ihr? Das Headquarter ist in Holland. In das, Holland? In Holland, ja. Das ist eine holländische Firma. Das deutsche Büro ist in der Nähe von Würzburg. In der, ja, wo in der Nähe von Würzburg? Dettelbach. Dettelbach. Kennst du das? Ja, ich komme von Schweinfurt. Ja, ich komme von Schweinfurt, deswegen. Was macht ihr? Ja, wir machen Klappenauspuffanlagen. Alle zugelassen mit E-Nummer, quasi eintragungsfrei. Hier auf dem BMW, da ist natürlich R18, läuft richtig gut bei uns. Und was wir auch jetzt an den BMW Days vorstellen, ist unser neuer GS-Topf. Der ist ab heute dann noch lieferbar und das ist so quasi Weltpremiere. Und da hinten haben wir dann noch ein Konzept von unserer neuen 9T-Einlage stehen. Cool, das ist immer bei der Weltpremiere dabei und wir sind die Ersten. Es war noch keiner mit der Kamera da, oder? Es war noch keiner mit der Kamera da. Ne, ist voll cool, ey. Aber ich wusste gar nicht, dass das holländische Unternehmen ist. Ich weiß so viel nicht, habe ich festgestellt, wenn man das so da ist. Ne? Wie lange gibt es die Firma schon? Die gibt's. Wir haben dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum. Alter Verwalter. Ja. 25 Jahre, also volljährig, kann einkaufen und kann vögeln. Und wir dürfen Alkohol trinken. Ja. Den habt ihr ja da stehen, hab ich schon gesehen. Ne? Nee, aber wunderbar. Das läuft super gut, das Geschäft. Wo kommst du selbst her? Ich bin Münchner. Du bist Münchner? Ja, auch wenn man es nicht hört. Auch, ja, wollte ich gerade sagen, irgendwas passt da nicht, ne? So, dann danke ich dir dafür, dass du so bereitwillig so viel erzählt hast. Bis zum nächsten Mal. Hey, danke dir. Ciao. Ciao, danke euch. Ciao. So, servus. Hi. Hi. Hallo, ich bin der Manuel Schad von SWD Sports. Ich bin der Martin von Street Graphics. Was machst du da? Wir machen Farben. Farben? Lack. Lack. Unter anderem, wie du siehst, der blinkt. Wenn du auf die andere Seite rüberkommst, kannst du sehen, wie schön es aussieht. Das ist aber auch nicht montiert, das ist wirklich original Farbe.
Hä, wieso blinkt der Lack? Weil es lackiert ist. Das ist Farbe, die man lackieren und die leuchtet. Hier auch. Leuchtet alles. Das sind Farben, das ist eine Farbe Luminor, nennt sich die. Kannst du drauf lackieren und mehr Schichten. Dann lackt man 12 Volt Strom an von der Batterie, wie du siehst. Und dann kann man die mit verschiedenen Variationen leuchten lassen. Ist ja irre. Ich weiß so wenig. Du kannst auch. Oder Dauerlicht. Ja. Dann kannst du ein Himmel. Voll, ne? Da muss man einfach so mäßige 25 Jahre machen, die das, und dann erfährt man das erst, ne? Ja. Street Graphics, komm vorbei. Lohnt sich. Okay. Also ich danke dir. Willst du danken? Ich hab mir gedacht, ich danke dir dafür, dass du da ausgegeben hast. Ich wünsch dir was. Ja, okay, viel Spaß. Ciao. So, und jetzt muss ich aber pissen. Der Manuel Schad von SWD Sports. Ich habe das heute so oft gesagt, das ist voll übel. Ich bin Frank. Was macht ihr da, Frank? Wir versuchen den Leuten das so ein bisschen zu vermitteln, was das für ein Gefühl ist, auf dem Hinterrad mal zu fahren, am Kipppunkt. Verletzungsfrei, unfallfrei, so dass mal die Leute so ein bisschen das Gefühl kriegen, wie das sich so anfühlt, wenn man da oben ist und versucht zu fahren. Voll geil, also von Ampel zu Ampel dann, ne? Ja, das darf man ja im öffentlichen Straßenverkehr nicht. Ne? Wir machen das natürlich nur auf abgesperrten Geländen, ne? Weil das ist ja verboten im öffentlichen Straßenverkehr. Und wie gesagt, wir wollen einfach nur den Leuten diesen Spaß vermitteln, den wir damit haben, machen, tun. Und warum ist das jetzt sicherer als auf der Straße? Erzähl mal, was ihr da dran gemacht habt. Ja, wir haben erstmal, das Motorrad ist hinten über die Achse fixiert. Ja. Wir haben halt keine Seitenrotation drin. Also das ist schon mal starr. Wir haben nur die Bewegung von vor, also von unten nach oben. Also es kann, man kann nicht zur Seite gehen. Okay, ja. Dann haben wir das gegen den Überschlag gesichert mit einem Drahtseil. Ah, das ist die Lebensversicherung. Genau. Wenn es dann ein bisschen Nervenkitzel geben soll, tauschen wir das aus gegen Gummiband. Ja, ja. Nein, Quatsch. Nee, aber das ist auf jeden Fall... Ich hab ein Gummi dabei. Können wir nehmen. Das ist auf jeden Fall der Safe, wenn mal übertrieben wird. Und das ist eigentlich das, was die Sache sicher macht. Habt ihr dieses Gerät, auf dem wir da stehen, selber zusammengebaut? Ja, wir haben uns die Ideen so ein bisschen rangeholt, haben das dann größtenteils selber gemacht. Das ist eine Rolle, die arbeitet mit der Wirbelstrombremse. Ja, wie in Prüfstand, ne? Ja, genau, weil wir müssen ja einen gewissen Widerstand das war nämlich die Frage, ne? Weil ohne Widerstand drehst du dir ja da hohl. Bist du da und es macht gar nichts. Jetzt trotzdem, dass du die auch einbremsen kannst, hast du halt immer beim Hochziehen immer so, dass, als ob es nass ist, die Straße derbe nass ist oder du auf dem Rasen stehst. Deswegen musst du, oder wir, wenn wir das hast ja gerade gesehen, musst du schon mit Körpereinsatz, dass du die hochholst. Und wenn du dann in der Luft bist, immer Vorderradbremse ziehen, oder? Ja, das ist das Wichtigste. Oder wie regelst du das? Oder regelt ihr das nur übers Gas? Übers Gas. Jetzt erstmal hier machen wir viel über die Fußbremse. Ja. Ne? Also wenn wir auf der Straße fahren, machen wir viel über die Fußbremse. Die hat auch schon mal geglüht. Und die ist noch warm. Ne, weil du hältst die, praktisch ist ja ein Wheelie-Fahren eigentlich immer kurz vorm Rüberkippen und dann hält man sich mit der Fußbremse so oben. Dann arbeitet man mit dem Gas ein bisschen gegen, arbeitet wieder ein bisschen mehr mit Bremse und fährt halt immer so an dem Punkt. Und wenn ihr nicht hier seid, wie macht man das dann? Habt ihr dann irgendwo ein Zentrum, wo man da hingehen kann und kann das üben? Wir sind ja mit der Wheelie-Schule unterwegs. Da schulen wir auch, aber nicht im Gestell, sondern haben die Motorräder freilaufend, sage ich mal. Haben dann auch nicht die GS, sondern haben die G310R. Okay. Nehmen wir für die Schulung. Finde ich eigentlich ein sehr schönes Motorrad, weil alleine die 310er, ich finde, weniger Leistung ist mehr, weil du dann wirklich mehr mit Technik arbeiten musst. Aber dann mit Helm und Protektor? Ja, nein, sicher. Also Safety-Ausrüstung ist vorgeschrieben. Lassen wir uns auf nichts ein, auf festes Schuhwerk, alles, Rückenpanzer und so. Jetzt, wie stelle ich mir das vor? Hast du dann 5 Leute in der Gruppe, 10 oder was ist das? Nee, wir machen 3 Spuren. Ja. Das heißt, 3 fahren immer gleichzeitig und wir sind dann halt 3 Instruktoren oder manchmal 4. Kommt drauf an, wie groß das Fahrerfeld ist, aber generell haben wir immer 12 Leute da und 3 fahren immer. Und gehen da viele Motorräder kaputt oder geht es kaputt? Nee, also wir bauen ja langsam auf. Okay, wir wollen ja nicht sofort, dass die Leute da am Kabel ziehen und hoch. Wir wollen ja
denen das langsam beibringen. Die Kunst ist ja auch nicht eigentlich das Wheelie-Fahren. Die Kunst ist, das abzubrechen und sicher zu fahren. Genau, ne? Oben ja. Und dann kurz vorm Knapp. Genau, das ist unser Bestreben, erstmal den Leuten die Sicherheit zu geben, dass die auch da reagieren können und machen. Das bringt ja nichts, wenn du Schieber aufmachst, lässt die Kupplung das Ding und dann machst du den Schmetterling. Können wir den Johannes mal kurz einblenden, wie er mit meiner BMW da so entlang fährt, unkontrolliert? Schieber auch, aber es war sehr gefährlich. Ja, wie gesagt, das bauen wir langsam auf über 2 Tage. Und es sind dann wirklich große Fortschritte auch dabei. Und natürlich kann man das nicht verallgemeinern. Man weiß ja selber, motorisch ist der eine mal ein bisschen besser drauf, der andere ein bisschen weniger. Der eine kann es und der andere kann es halt nie, ne? Ja, cool. Und das darf ich jetzt mal probieren? Du darfst das gerne probieren. Gib mal einen Gasstoß, wie du meinst, wie du geben müsstest, um hochzukommen. Ja, ein bisschen mehr. Ja, genau. Und jetzt zähle ich auf 3. Bei 3 lässt du komplett die Kupplung los. Genau, ersten Gang rein. Bei 3, also 1, 2, 3 Kupplung los und ich helfe dir damit. Und dann kommen wir erstmal hoch und gucken erstmal, gucken wir, wie weit wir jetzt kommen. 1, 2, 3. So, jetzt mal ein bisschen nach vorne. So, jetzt. Ich hole dich mal ein bisschen nach vorne. Kein Gas. Kein Gas. So, jetzt ein bisschen Gas. Gib mal Gas. Ein bisschen weniger. Genau. Jetzt bist du also ein bisschen am Punkt. Gib mal ein bisschen Gas. Wow. So, jetzt nochmal. Fangen wir nochmal da an von vorne. Ja, das ist ja voll schwierig. Hier ist er. Da bist du, genau da. Du brauchst auch nicht viel Leistung da. Nee. Du musst einfach nur rollen lassen, ein bisschen konzentrieren. Puh. Schon anstrengend. Applaus! Alter, das ist ja gar nicht so leicht, ne? Mach mal. So, hier bleiben wir. Jetzt gib mal ein bisschen Gas. Jetzt halte ich dich nur noch ein bisschen. Ja. Such dir mal einen Punkt am Moped, wo du merkst, los bist du jetzt super. Aber lauf dich mal los. Jetzt Gas. Ja, prima. Dankeschön, Mensch. Bitteschön. Also ich danke dir dafür, dass du es ermöglicht hast. Die Werbung ist drin. Dann gehen wir weiter. Ich bin ganz feucht. Aber du hast ja einen Rocker. Ja. Ich habe die früher auch mal getragen, aber ich habe es auch richtig gemacht. Ich hatte nichts. You're gonna get just what is fair. You go